Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Direwolf 20. Mit dabei der wundervolle Senior Mulle. Hallo. Ja, hey, hola. Wollte gerade sagen, frisch aus dem Urlaub, schön in Spanien gewesen. Bisschen Sonne aus dem Gemüt scheinen lassen, guten Burger gefressen, auf jeden Fall mehr. Ich habe jetzt ganz ehrlich mit einem schlechten Spruch von dir gerechnet. Nee, will mal anspringen, habe ich mir jetzt mal verkniffen. Ah, dann ist er gut. Auf jeden Fall. Muss ich noch irgendwas zu sagen zu dieser Baumfarm? Also man kann nicht sagen, dass sie unproduktiv ist. Nö, ja, die haut gut rein. Du kannst, wenn du willst, kannst du auch mal schauen, dass du irgendwie so ein bisschen Holz oder sowas in Holzkohle verarbeitet kriegst oder so eine Kacke. Ach so, ja gut, das ist eine Idee. Gut. Dann würde ich sagen. Ein bisschen oder alles? Alles. Wir haben genug Holz. Würde ich sagen, wir können jetzt auch mal richtig reinhauen in Botania. Witchery. So. Schmeißen wir mal alles zusammen. Und ich würde sagen, ich habe schon so eine Vorahnung, was wir heute dann mal anfangen werden. Und zwar. Wie ist das so bei ein paar alten Hexenritualen? Wir brauchen Ritualkreide. Ey, ich hab echt gerade schon wieder mit dem Spruch von dir gerechnet. Was hat denn mit dir los? Bist du nicht in Form oder was? Ich war gerade nur überlegen, wie ich das am besten anstelle. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht zugehört. Ja, okay. Also, wir brauchen Ritualkreide. Das wird gemacht aus Wood Ash, Gypsum und Tea of the Goddess. Tea of the Goddess ist in der Distillery. Nein, Breath of the Goddess und Lapis. So, und wir brauchen noch Gypsum. Das ist Quicklime und Fuel Fume. Quicklime ist Wood Ash einfach. Einfach ins Crafting-Feld legen. Und Fuel Fume ist irgendwie Holz verbrennen. Davon haben wir auch noch hier genug, also drauf geschissen. Aber damit wir das jetzt mal machen können, brauchen wir eine Distillery. Also, Distillery. Wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Cool, es gibt eine Bärenfalle. Und eine Wolfsfalle. Oh, die klingt lustig. Kriege ich ein paar davon? Du bist der letzte Mensch auf dieser Erde, den ich erst in die Hand drücken würde. Okay, wir brauchen einen Attuned Stone. Ein Wurf of Magic, Diamond und Lava Bucket. Sollten wir alles haben? Oh, jetzt komme ich wieder richtig ins Witchery Feeling. Jetzt weiß ich wieder, wie das damals mal war. Ich glaube, das wird lustig später. Okay. Wurf of Magic. Einen Diamant und einen Lava Bucket und wir haben einen Attuned Stone. So, wir brauchen dann, wo war jetzt wieder? Hier. 2 Gold, 4 Eisen und 2 Clay Jars. Alles kein Ding. Easy Partner. 2 Clay Jars. Dann habe ich zufälligerweise. Ne. Schade. Eisen haben wir ja hier. 1, 2, 3. Hier. Und Gold haben wir mit. Was machst du gerade? Was ausprobieren. Okay. Eigentlich könntest du ja mal schauen, dass du mit den Holz irgendwie so eine Anlage kriegst, dass wir das automatisch in Energie umwandeln. Ja, hatte ich ja vor. Automatisch in Holzkohle und Holzkohle dann zu Energie. Ja, okay, dann habe ich das gesagt. So, die Distillerie steht schon mal. So, jetzt bin ich gerade am Schauen, ob haben wir noch Clay Jars? Müssten eigentlich. Ja, hier sind noch 61, das reicht schon mal. Glaub mir, hier bei Witchy kommen so viele Flüssigkeiten dazu, das ist krass. Okay. Mach mal hier mal 31 und hier nochmal 50. Da war schon wieder die 31. Ja, du weißt ja Bescheid, du hältst dich immer verfolgt, ich weiß. Okay, Breath of the Goddess, Exhaled of the Horned One. Okay, das war jetzt Ritualkreide. Wo war es auf welcher Seite? Hier so. Wir brauchen auf jeden Fall später noch die goldene. Aber dafür brauchen wir, wie gesagt, erstmal die normale Ritualkreide. Also, mach mal schon mal ein bisschen. Gibt's schon ein paar Rad. Dafür brauchen wir noch Quicklime. Setten wir schon mal. Ja, komm, das reicht dann jetzt erstmal. Haben wir hier mal ein paar.
Die knüppel ich dann mal da rein. Und dann verbrenne ich hier mal so ein Stack of Wood. Und so, Ritualkreide. Hier brauchen wir Breath of the Goddess und Lapis Lazuli. Okay. Alles kein Ding. Ich hab die Bärenfalle gesehen. No. Kannst du mal ausprobieren? Ja, ist ja gut. Au. Mach nichts, machen die keinen großartigen Schaden. Das nicht, aber ich hänge fest, ich bin paralysiert. Oh, das klingt lustig. Wie lange? 17 Sekunden Paralyse. Fuck you. Hab die Bärenfalle für dich kaputt gemacht, hab ich doch gerne getan. Ja, und ich kann mich nicht bewegen. Hab ich doch gerne getan. So, meine Bärenfalle. Jetzt weiß ich auch, was du vorhattest. Kleines Arschloch. Ich sollte echt besser darauf aufpassen, wovon ich rede. Das kann echt ein bisschen böse enden mit dir. Aber gucken, beim Suchen von Chap habe ich gesehen, dass es noch ein paar mehr lustige Fallen gibt. Oh Gott. Das wird lustig. Wieso habe ich die Fresse aufgerissen? Okay, dann machen wir jetzt mal hier die Flüssigkeiten fertig. Oder diese Brews, oder keine Ahnung, wie ich sie nennen soll. Haben wir hier auch schon ein bisschen Fuel View. Ja, Chuck. Egal, schauen wir jetzt mal hier zu. Ich habe gerade eh nichts besser zu tun. Moonscharm. Ja, es gibt hier so ein paar Sachen, die man machen kann. Also, weißt du, wann dieser Witchery-Mod eigentlich angelehnt ist? Woran? Harry Potter. Echt, okay. Hm? Okay. Wir haben ein Tier of the Goddess. Jetzt brauchen wir nur noch das Gypsum. Das kann man ja schon mal dann da reintun. Und Gypsum habe ich natürlich jetzt schon wieder vergessen. Ja, Quicklime und Fuel Fume. Fuel Fume, Quicklime. Ah, das hätte ich gerade durchlaufen lassen können. Verdammt. So, machen wir das hier mal durchlaufen. Oh, das muss ich mir auf jeden Fall mal organisieren. Ich bin heute wieder echt ein Profi. Ah ja, wir haben jetzt auch schon bald hier alle Baumarten, falls es dich interessiert. Oh, cool. Also auch jetzt mal hier mal die von Forestry. Oh Gott, nee, die muss man wirklich ansonsten schade. Also Spinnen werden wir jetzt schon mal die Waterartischocken haben abernten. Ja komm, dann jetzt mal das und das machen und das hier auch noch vielleicht. So, ich könnte mal schauen, Woven Trees haben wir. Ich könnte schwören, wir hätten auch noch Alder. Nicht mehr Woven Trees? Okay. Auf jeden Fall, hier haben wir jetzt mal das erste Gypsum. Das können wir natürlich mal da parat legen. Und dann auch schon mal so die Wood Ash. Dann kann man hier noch ein bisschen abwenden. Währenddessen, Knoblauch ist schon mal fertig. Jetzt habe ich schon irgendwie Bock auf eine Pizza. Pizza wäre jetzt geil. Mhm. Komm nachher dazu, komm hier rüber, dann gehen wir zum Hauptbuch. Muss ich mich ja bewegen. Aber es gibt Pizza. Mit der Außensoße. Muss ich mich trotzdem bewegen. Kulturbanause. Gut, die Belladonna hat man auch schon mal wieder abgeerntet. So, wollen wir das haben. So, hier fällt der Papa. Hast du eigentlich schon Mathe gemacht, oder? Was? Nein. Ja, ich
Ja, komm. Warte, kannst du mir gleich einen Gefallen tun? Kommt drauf an. Kannst du vielleicht mal nachher mal die Mandraken kurz abernten? Oh, kann ich machen. Ja, die sind direkt hier neben der Hütte. Okay. Haben wir so eine lustige Hammermaschine oder muss ich meinen Hammer craften? Hammermaschine? Was machst du? Oh, ein Electric Furnace. Du willst jetzt über Industrial Craft anfangen? Ja, was gibt's? Passt auch. Mach das doch ganz über einen Alloy-Smelter. Das ist der, den wir oben haben. Da kannst du Furnace Mode ohne ihn machen. Und dann kannst du ja drei auf einmal verbrennen. Achso, ja, stimmt. Ja, gut, dann mach ich das. Okay. Also, die Ritualkreide ist fertig. So, jetzt muss ich mal schauen, wo wir das machen. Das können wir eigentlich wirklich hier drüben machen. Wir brauchen aber noch eine weitere Kreide. Und zwar brauchen wir noch Golden Chalk. So, dafür brauchen wir jetzt einmal ganz kurz ein Golden Nugget. Und mit etwas Glück können wir dann wahrscheinlich heute schon unseren ersten Zauber mit dem Gedönse hier machen. Ja, das ist sehr gut definiert. Mit dem Gedönse hier. Also, hier kommt jetzt eine Mandrake rein, eine Ritualkreide und ein Gold Nugget. Wir warten, der Zauber kommt und wir haben jeden Moment goldene Kreide. Hallo? Kreide? Hallo? Kreide zeigt sich beeindruckt und beeindruckend. Ja, sowas ist momentan in der Art. Habe ich irgendwas hingeworfen? Das ist aber eine Mandrake und ja. Ah, super. Irgendwas. Ach, komm, die Jeterwünsch brauche ich halt überhaupt nicht. Okay, natürlich habe ich nur eins mitgenommen. Warte mal. Man kann jetzt nicht. Die sind doch unifiziert, soweit ich das weiß. Nee, sowas. Nee, die sind nicht unifiziert, verdammt. Ich überhaupt alle Goldnuggets damit, die wir haben. Du hast ja deinen Spaß? Ja, ja. Ich weiß nicht, ob mir das gefallen soll oder ob ich es einfach nur akzeptieren soll. Ah, noch habe ich keine lustigen anderen Bärenfallen gebaut. Dann ist gut, dann gefällt es mir erstmal. Doof, doof, doof. So, jetzt kommt da was. Mehr oder weniger. Alter, was ist denn jetzt hier los? Das ist einfach in den Kessel. Und eine Matrake, ein Goldnugget und ihre Ritualkreide. So, hier ist mit dabei. Komm, das Ding mal wenigstens. Dann machen wir einfach nochmal schon mal vorsichtshalber was neue Kreide, weil ich sehe schon, dass das wieder keinen richtig gibt. Ich meine schon, ich bin ein richtiger Profi in hier wird Chibi geworden. So. Also, nochmal von vorne. Wasser reintun und rodeln lassen. So, letzte Mandrake rein. Das ist jetzt am Blubbern. Mandrake rein. Gold Nugget. Jetzt müssen wir warten, bis hier die Ritualkreide fertig ist. Da fehlt jetzt nur noch das Tier of the Goddess, genau. Ach. Lass ich jetzt einmal durchlaufen und dann hole ich das raus. Ich habe nämlich das falsche Rezept schon wieder drin. Doof, doof, das, das. Aber wirklich noch Glück zum. Ich hasse das neue Pleite Logistics. Aber es ist doch so.
einfach. Wie läuft das jetzt mit den Import-Bussen? Muss ich jetzt diese Capacity-Cards machen und in ein ME-Kabel rotzen, oder? Ganz ehrlich, da würde ich raten, Google. Oh Gott, ist das ein Bullshit. Ich wurde gerade hier im CS angestupst und einen, ob ich einen Channel haben kann, ob der einen harten Channel haben kann. Oh. Ich frage es gar nicht. Soll ich mich drum kümmern? Einfach ignorieren. Sind jetzt hier beschäftigt. So. Komm, dann nehmen wir hier mal so ein Stack Blue Saplings und lassen die schon mal durchsprutzeln im Witches Oven. Haben wir wenigstens schon mal was. Auf Vorrat haben ist immer gut. So. Tea of the Goddess. Ritualkreide. Die muss da jetzt noch rein. Ups. Irgendwas stimmt jetzt echt nicht. Golden Chalk. Das ist genauso das Rezept. Also, wenn ich das mal gerade zeigen darf, man kann es halt nämlich hier mit dieser Kreide so einen Kreis machen. Also, man macht dann hier diese Runen auf dem Boden. Und das Problem ist, das ist jetzt halt dieser kleinste Kreis, den man haben kann. An sich ist der useless. Wir brauchen noch diese goldene Kreide, weil in die Mitte kommt das Aktivierungssiegel. Ich glaube, da muss ich mal doch gerade googeln. Gott, jetzt wollte ich mal wieder professionell rüberkommen und dann das. Verdammt, 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 verdammt. Ja, Wirtschery. Hm? Wirtschafterei und so. Golden Chalk. Das ist genau so, wie ich es gemacht habe. Okay, ich schaue noch ein letztes Mal im Witch's Cauldron nach. Und wenn dann jetzt da nichts rüberkommt, dann tut's mir leid, dann stampfen wir jetzt erstmal. Voraussichtlich sage ich jetzt mal wegen Bugs Witchery ein, weil das kann es ja bald echt nicht mehr sein. Ich habe nämlich keinen Bock, alle 2 Minuten bei Witchery Moment. Ich habe echt keinen Bock, alle 2 Minuten zu googeln, weil irgendwas nicht funktioniert bei dem Mod. So, ich habe alles eigentlich genauso gemacht, wie es drin stand. Ich baue das jetzt noch ein allerletztes Mal ab. So, Wasser, Wasser, Wasser. Gut, mehr Wasser geht nicht rein. Das kocht. So. Tea of the Goddess. Gypsum. Und Wood Ash. So, ist noch eine Mandrake. Ich gehe es auch extra mal nach der Reihenfolge. Erst Mandrake, dann Goldnugget, dann Ritualkreide. So. Mandrake. Goldnugget. Ritualkreide. Passiert nichts. Ich würde sagen, Amtssünde. Gott. So, ich habe gerade persönlich, ich bin gerade die Schnauze voll von Witchery. Tut mir leid, ich stampfe jetzt erstmal Witchery ein. Sollte irgendeiner eine Ahnung haben, ob ich irgendwas falsch mache, schreibt es mir in die Kommentare.
Aber sorry, bringt gerade echt einfach überhaupt nichts. Ihr seht es ja selbst. So, tut mir leid, aber ich beende jetzt erstmal hier vorzeitig die Folge, oder? Wie lange haben wir eigentlich schon? Oh, fast 20 Minuten. Gut, würde ich sagen, war's das für diese Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Ciao.